hier das mal so hindrehen. So, und jetzt soll ich weiter auf die 5. Und da soll das Rad aber die andere Richtung. 1, 2 und das Ganze dreimal. Dann wieder auf die 3. Und dann soll das Rad einmal dahin. I must have made a mistake. Okay, also das ist nicht richtig. Vielleicht gucke ich mir gleich mein Video nochmal an, wie ich den anderen Safe gemacht habe. Das ist ja vielleicht auch eine schöne Idee. Okay. Wir knobeln mal weiter. Wir haben ja alle Ruhe der Welt. Es sind ja auch überhaupt keine Fischmonster hinter uns her. Also ist alles gut. 1, 3, 4. So. 1. Ne, Moment, das ist auch falsch rum. That's not right. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wie solche alten Tresore funktionieren. Das ist natürlich ein großes Problem. Selbst bei Dishonored löst man Codes, indem man einfach eine Zahl einstellt. Also so wie man das bei gewöhnlichen Koffern kennt. Zum Beispiel mit diesen Zahlenschlössern oder halt auch bei Fahrradschlössern. Aber da geht das so. Ist auch 1000-mal leichter als sowas hier. So, jetzt dahin. Zweimal nach links. Dann haben wir die 7, auf die wir gehen sollen. Und da sollen wir das ist für mich hier noch so ein bisschen so die Frage, wohin denn eigentlich? Ich würde sagen nach rechts. Nein. Hier. So, von hier aus dann weiter auf die 5. Und dann 1. 2, 3, und wieder auf die 3 und einmal dahin. I must have made a mistake. Wie hatte ich denn letztes Mal die Zahlen? Da hatte ich die einfach nur im Jahrgang, ne? Glaube ich. Ich überlege mal noch mal kurz. Also hier müsste ich eigentlich auf die, wenn ich auf der 1 stehe und den zweimal nach Dingensbums drehe, dann komme ich auf die 9. So, 7. Wenn ich von da aus starte, komme ich da 6, 5, 4, 3. Logischerweise, genau. Und dann haben wir hier 5. Komme ich hier auf 6, 7, 8. Und bei der 3 komme ich dann auf die 4. Vielleicht versuchen wir es mal so. So, okay, dann versuchen wir es mal. So, fangen wir einfach hier bei der 1 an. 1. So, dann auf die 9. Jetzt gehe ich mal auf die 7. Dann auf die 3. Dann auf die 5. 8. 3 und die 4. That's not right. Okay. Vielleicht vertausche ich auch schon wieder irgendwas. I must have made a mistake. Ja, ja. Müsste man das sonst auch immer einmal rumdrehen? Kann natürlich auch sein. Dann auf das. So, dann auf die 5. Auf die 8. Vielleicht war es auch so, ich weiß es gar nicht mehr. Kommt davon, wenn es schon so lange her ist. Dann von der 3 auf die 4. That's not right. Nein. Okay, Leute, ich merke gerade, ich muss mir eben einmal kurz mein Video anschauen. bei dem ich letztes Mal den Tresor geknackt habe. Ich hatte hier irgendwo was zum Speichern, oder? Nein, hatte ich nicht.
Dich nicht? Ja, okay, dann muss ich das Spiel eben einmal minimieren und hoffe, dass das Spiel nicht abstürzt, denn das tut es gerne mal, wenn ich es minimiere. Bis gleich. So, willkommen zurück beim Versuch des Tresorknackens. Ich habe mir jetzt dabei mein Video mal angeguckt und mal geschaut, ja, wie ich es da so angestellt habe und mal gucken, ob es mir jetzt weiterhilft. Vermutlich nämlich nicht, aber wir schauen einfach mal. So, ich gehe mal hier auf die 3 von der 9 aus und gehe mal auf die 8. Und jetzt wieder auf die 4. I must have got something wrong. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Von der 9 aus auf die 3. Versuchen wir es mal so rum. Auf die 3. Dann auf die 8. Und auf die 4. That's not right. Nein. Auch nicht richtig. Okay, dann weiß ich auch nicht. Scheiße, ach diese Tresorkacke, ey. Mal ganz im Ernst, wer hat sich so ein Mist denn ausgedacht? Ich schieb die Schuld der heutigen Zeit in die Schuhe, ganz einfach. Auf die 4, auf die 8 und auf die 3. Da drehe ich mal zurück. I must have made a mistake. Ja, schön. Auch sowieso nicht auf die 3, sondern auf die 4. Neun. Drei. Acht und 4. Also jetzt nochmal richtig testen. I must have got something wrong. Okay. Ich frag mich auch die ganze Zeit, ob die Nullstelle eigentlich irgendwas resettet, wenn man da dran vorbeirollt. Vielleicht versuche ich es doch einfach mal mit dem Offensichtlichen, mit der 1. Mit der 7. Mit der 5. Und mit der 3. That's not right. Nee. Also ich guck mal kurz, ob ich nicht irgendwie einen Fehler begangen habe. Wenn ich von der 1 aus 2 Felder da lang gehe, komme ich auf jeden Fall auf die 9. So. Das ist jetzt kein Knackversuch, sondern einfach bloß eine Korrigierung für mich vielleicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin zählt das? Vielleicht ist die Zahl auch einfach falsch. Von da unten aus beginnend müsste ich das Rad nach rechts drehen. Das wäre dann 7... 8, 9, 10 und 11. Also eigentlich auf die 0, ne? 1, 2, 3. Ja genau, ich korrigiere das eben einmal und ersetze die Zahl mal mit der 0, die 3. Vielleicht ist das ja auch richtig. Kann natürlich sein, dass ich da auch einen Denkfehler drin habe. So, von hier aus dann 3 Felder rechts rumgedreht. Das ist natürlich die 8, das ergibt auch durchaus Sinn. Und von der 3 aus ein Feld nach rechts gedreht. Das ist auch ganz klar. Okay, versuchen wir es doch mal mit der Zahl. Das heißt, wir beginnen mit der... Dazu drehe ich vielleicht einmal eben rum. Mist, verdammt, zu weit. So, 9. Mist, das wäre sogar richtig. Okay, 9, 0. Dann haben wir die 8. Und die 4. I must have made a mistake. Auch nicht. Gut. Ich finde Tresore doof. Wer noch? Wer noch? 9. 0. Machen wir es doch mal so. 8. Und 3. That's not right. Nein. Das war auch nicht die 3, sondern die 4. Scheiße, ich habe mich schon wieder verschaut. Hey. Kommt, weil ich die bei allen anderen Zahlen da drüber geschrieben habe, nur bei der letzten nicht. Na gut.
Dann machen wir es nochmal. Also von der 0 aus gehen wir mal auf die 9. Dann gehen wir noch einmal zurück. Und zwar da drauf. Jetzt müssen wir auf die 8. Auf die 8. Und zurück auf die 4 diesmal. I must have got something wrong. Auch nicht. Scheiße. Gut. Dann nicht. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Vielleicht drehe ich auch einfach nur falsch. 9, 0, 8. Machen wir es wirklich mal so. Und die 4. I must have made a mistake. Gut. 9. Was haben wir denn? Machen wir es mal so. 9. 0. Acht. Hier. That's not right. Nein. Ich lese mir nur richtig und freue mich dann, aber dann ist es das doch nicht. Neun. I must have got something wrong. Neun. Null. Acht. 4. I must have made a mistake. Ja, du nervst mich gerade ein bisschen. 9. 0. Null ist auch Quatsch. Was mache ich denn da für eine Scheiße? Von der 7 aus muss ich 4 mal drücken und nicht 3 mal. 1, 2, 3, 4. Ist dann natürlich doch locker eine 1. Das ist doch Bullshit, was ich mir da überlege. Hey. 9, 1, 8, 4 habe ich jetzt. 9, 1, 8, 4. That's not right. 9. Mal zurück. Ich versuche mal die 0 zu meiden. 1. 8. 4. I must have got something wrong. Leck mich doch fett, also richtig fett. Neun. Eins. Acht. Vier. I must have made a mistake. Auch nicht. That's not right. Ja, ich weiß. 9. 9. Wisst ihr was? Ich mache das eben einmal alleine. Ich melde mich, sobald ich es geschafft habe. Ich will die Zeit, die Sendezeit nicht ganz so verschwenden. Wir sehen uns bis dahin.